Außerdem gelangen Sie in die Forschungseinrichtung. Ah, sicher. Und damit wieder willkommen, willkommen zurück, zurück hier bei Far Cry 1, Teil 11. Langsam aber sicher bewegen wir uns in der Forschungshöhle nach der Lösung unseres Problems. Doch leider, leider. Schalt den Regulator an. Wir müssen hier auch sehr vorsichtig sein. Gleich die Hölle los. Ich weiß, ich weiß. Ich glaube, ich habe was für mir. Ach, Mist. Es ist immer schlecht, getroffen zu werden. Hab ich doch schon gesagt. Das kann ich auch. Du bist am Ende. Kann ich auch das laute Ding geben. Was war das? Und wieso war das? Siehst du was? Was ist denn hier los? Ja, ich sehe einen Toten. Ist alles okay? Sagt mal, Jungs. Ihr macht's ja spannend. Und die Mucke dazu ist ja wahnsinnig. Aufzug finden. Achso, da müsst ihr gleich hier sein. Guck mal, hier geht's ja auch noch einen Weg. Es gibt immer zwei Wege zum Ziel. Und wer Hallo ruft, kennt noch lange nicht meinen Namen. Oh, was war denn das für eine Waffe? M4? Achso, P90. Nein, 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 die wollen wir nicht nehmen. Die gefällt mir nicht. Wir gehen mal lieber hier zum Sublevel. Ah, hier, hier ist die Station. Ah, die zwei Hampeln ein bisschen runter. Was zur Hölle? Warum immer mit dem Rücken? Ah, jetzt ist er abgehauen. Nein, er ist nicht abgehauen. Macht dir das Spaß? Ja, das macht mir Spaß. Und zwar sehr viel. Dumme Wichser wie dich. So, Schwanzlutscher. Was hast du denn gedacht? Dass ich dich einfach so hier gehen lasse? Gib mir deine Moon. Wo ist der andere Typ? Ach, dort. Vorher. Okay, da ist auch noch einer. Ah, die haben keine große... die haben keine große Schutzausrüstung hier, diese Edis. So, jetzt gehe ich mal hier hoch, oder? Oder sind wir von hier gekommen? Nee, das ist der Fahrstuhl, ja, würde ich sagen. That's the elevator. Aber irgendwie... Irgendwie geht er nicht. Ah, neues Ziel. Der Aufzug funktioniert nicht ohne Strom. Und das bedeutet... He needs Strom. Ja, dann... Hier ist die Stromleitung, oder? Kann man doch so sehen. Würde ich mal so sagen. Also gehe ich mal hier runter. Hier war ich ja noch nicht. Oh, oh, oh. Was sind denn das für Geräusche? Schön vorsichtig, Glück. Nee, hier war es schon. Also? Ah, yeah. Das ist doch der Stromkasten hier, oder? Da würde ich hier dem Folge. Ach, hier, guck mal, da ist ein Schalter. Hahaha. Oh! Der Lampion ist an. Ah, Spiel gespeichert. So, jetzt läuft auch der Strom wieder. Und das bedeutet für mich, ich komme jetzt hier weiter, richtig? Ja! Ganz genau. Die Waffe hatten wir uns schon gekrallt. Genau. Aber das Spiel ist schon mal gespeichert. Das ist eine tolle Sache. So, jetzt läuft nämlich auch der Fahrstuhl wieder. Da. Mal ganz runterlegen, das war ganz gut. So ist richtig. So, verwenden, um den Aufzug zu betätigen. Hier herrscht das völlige Chaos. Ja, ich vermute, dass die Zerstörung des Kommunikationszentrums auf allen Inseln ein großes Durcheinander verursacht hat. Dieses Durcheinander hat die Trigenen dann zur Flucht genutzt. Faszinierend. Wow! Oh, was war das denn? Jetzt habe ich gerade eine Tasse Kaffee getrunken. Da liegt ein Stiefel.
Ha, den hätte ich in Sorge gebraucht. Meine Größe 45. Sehr gut. Oh. Okay. Ich glaube, wir sind gerade an einem Punkt angekommen, an dem das Spiel sagt, Glück, Glück, leg dich zurück. Die Höhle haben wir hinter uns. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich nicht mal ein Video mache, wenn ich mal die Zeit habe. Jetzt spiele ich erstmal das Spiel hier, indem ich Krieger Corporation. Ah, der Commander Krieger ist auch hier. Ja, ja, den dicken fetten Maps, den kann ich sowieso nicht machen. Ah! Okay. Nichts passiert. Erschrocken. Naja. Man sollte nie über einen Krieger lästern. Ist ein toller Typ. Ein bisschen zu fett. Naja. Kommt ja auch aus dem Westen. Aber die fetten Jahre bei ihm sind, glaube ich, auch vorbei. Er sollte sich einen anderen Job suchen. So doll ist er auch nicht mehr. Aber was wollte ich sagen? Ach ja. Ein Vergleichsvideo zu Crysis könnte man machen. Die Höhle mit der Höhle. Die Aliens sind wahrscheinlich diese hässlichen Viecher hier, oder? Was ist denn das überhaupt? Hässliches Vieh. Was zur Hölle ist das für ein Ding? Ja, das ist die Frage. Muss ein Trigen sein. Trigene sind Dr. Kriegers Forschungsgebiet. Im Grunde genommen sind es biogenetisch manipulierte Primaten. Ja, absolut. So primitiv wie der hier da liegt, beinebreit Amerika, scheint das wirklich ein Primat zu sein. Und das hier? Ist kein Primat mehr. Aha. Hier ist wieder ein Schuh. Was ist das? Okay. Ah, hier eine Rüstung. Oh, sehr gut. Hier geht es weiter. Verstanden. Halten Sie Ihre Position. Wir haben ein Team zusammengestellt. Greifen Sie die Trigenen nicht an. Wiederhole, die Trigenen nicht angreifen. Was ist denn hier los? Sag mal. Okay, wir gucken uns mal die Scheiße an hier. Ach, Bluescreen. Na gut, dann ist klar, dass die raus sind. Mal zwei Schuss genommen. Was haben wir hier? Okay, das habe ich schon. Ah, Spiel gespeichert. Sehr gut, sehr gut. Aha. Bin ich hier richtig? Ich den lang. Was ist denn hier? Das geht nicht richtig auf. Nochmal? Nee, nochmal? Geht nicht. Und was ist da? Sieht man nichts. Muss ich denn hier raus? Ich habe kein richtiges Ziel. Doch, jetzt! Jetzt sollen wir ja noch kommunizieren mit diesen Verbrechern. Team Besser, sichern Sie den Waldrand. Augen und Ohren auf, Leute. Seid vorsichtig. Ach, ich hab bloß noch einen Schuss. Ich glaube, ich habe was falsch gemacht. Oh, wie viele brauchen die denn? Was ist denn das für ein Scheißvieh? Oh Gott, der braucht ja ewig viele Schüsse. Scheiße, jetzt geht's los mit dem Viehzeug. Oh, ich hasse das. Die brauchen echt viele Schuss. Ich hab die wohl angelockt, hä? Ist das eine Vieh tot? Da war doch noch eins. Gar nicht gut. So, was muss ich machen? Begeben Sie sich zum Wissenschaftler, um bei der Suche nach Bell zu helfen. Scheiß Vieh. Aber der hat echt was ausgehalten, ne, der Sack. Aha, da war wieder einer. Ich könnte auch das Auto nehmen.
Könnte das Auto nehmen. Aha, das war der Hintereingang. Gut. Aber ich nehme mal nicht das Auto, oder? Oder soll ich das Fahrzeug nehmen? Ich bin mir so unsicher. Was ist denn das überhaupt da? Warte mal. Das haben die doch nicht ohne Sinn und Verstand dorthin gebaut, oder? Okay. Könnte sein, dass die Framerate ein bisschen abkackt, aber wir lassen uns dadurch nicht blenden. Ich glaube, das macht Sinn, dass man hier lang geht. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich muss ja in die Richtung. Und der Wissenschaftler ist meistens oben. Er ist oben. Ein Wissenschaftler ist niemals unten. Immer oben auf der Nahrungskette. Alles klar. Da geht's gar nicht so sehr weiter. Aber was höre ich denn da? Ach, ich bin schon echt ein Schisser hier. Die Geräusche sagen doch echt nichts Gutes. Naja. Oi, es wird langsam Zeit, dass sie mit der Wahrheit rausrücken. Was zur Hölle geht hier vor? Das ist alles Teil von Kriegers Plan, Jack. Er hat ein Serum zusammengebraut, das jedes Organ und jeden einzelnen Muskel stärkt. Bis jetzt hat er es, soviel ich weiß, nur an Primaten getestet. Sie machen Witze. Da unten ist noch der eine Typ. Den könnte ich mir noch krallen. Achtung! Alle Mitarbeiter haben Vorkehrungen okay, für die Durchsuchung. Wir durchsuchen das Areal. Die Trigenen sind ab jetzt unsere Primärziele. Feuer frei! An alle Mitarbeiter, treffen Sie Vorkehrungen. Die Frage ist, ich erledige ich. Wenn die Trigemen, wie diese Viechte heißen, denen ihre Primärziele sind. Ha! Oh! Oh! Oh, irgendjemand. Au! Oh. Der da, ne? Okay, aber wenn die da unten schießen, macht mir das ja nichts. Muss ich mal so sagen. Wo steckt der Kerl? Wie gefällt dir das? Der Kerl steckt hier. Wenn hier irgendwas... Da! Da! Okay. Und der. Und wenn ich den noch nehme... Die können doch die Trigemen tot machen, wie sie wollen. Interessiert mich doch eigentlich gar nicht, oder? Wie viele seid ihr? Die haben doch mit dem Viehzeug genug zu tun. Das heißt, ich kann mir das in aller Ruhe angucken. Das ist eine gute Idee. Ich gehe derweil zum Wissenschaftler. Ich glaube, wenn das Primaten sind, theoretisch müssten sie auch Bäume hinaufklettern können. Du hast keine Chance gegen mich! Dein Ende. Ja. Du bist erledigt, Mann! Ihr seid zu zweit. Und das ist gut so. Dann könnt ihr nämlich mich am Arsch lecken, weil ihr mit dem Viehzeug am meisten zu tun habt. Aha, ich muss zu dieser Forschungsstation, oder? Das heißt, ich soll jetzt hier runtergehen, oder was? Nee. Ich muss da rüber, ja? Wie komme ich denn da rüber? Ah, da auf dem Weg. Da könnte ich hochgehen. Wie kommt man denn hier runter? Ach so. Okay, ich mach das mal. Ich bin mal so bekloppt und gehe mal hier runter. Und dann diesen Weg hoch. Schnell, schnell. Ja, das sieht gut aus. Wir kommen der Sache näher, aber... Hä? Nee, oder? Was hab ich denn jetzt für einen Scheiß gemacht? Ich muss da rein in diesen Bunker. Wie komme ich denn da rein? Ach so. Durch die Tür. Da ist doch eine Tür.
Bitte geben Sie Ihre... Oh nein. Wie bekomme ich denn jetzt diese Karte? Okay, jetzt muss ich vorsichtig sein. Ich brauche eine Karte. Wo bekomme ich eine Karte her? Ah, dieses Viehzeug. Das ist doch scheiße. Ach, da oben. Okay. Und, da war doch noch einer. Intelligentes Viehzeug. Immer dort, wo die Musik ist. Mann! Was suche ich denn zum Teufel auch hier? Wenigstens hört man das Viehzeug. Okay, immer auf den Kopf. Immer aufs Köpfchen. Ich muss hier rein, oder? Ich habe irgendwie so das Gefühl. Das springt ja, das springt ja. Das springt ja. Oh. Hoch, schnell. Lauf! Aber ich komme dort nicht. Das bringt mir nichts. Bringt mir nichts. Ich komme da nicht hoch. Also, da lang. Meine Ausdauer ist schon wieder zu Ende. Lauf, Forrest, lauf! Los. Lauf. Munition gibt es genug. Oder ist hier vielleicht sogar eine? Was macht das? Flashbang. Flashbang. Jawohl. Ich muss bestimmt hier alles absuchen. Oder? Und hier ist irgendwo die Karte. Ich habe das so im Gefühl. Mal hier lang. Nee, von hier bin ich gekommen, oder? Naja, ist egal. Ja doch, von hier bin ich gekommen. Die Granaten habe ich ja noch. So, dann gehe ich mal hier hoch. Ah. Bisschen Rüstung wäre nicht schlecht. Ich wusste ja nicht, dass das Viehzeug so springen kann. Ah, muss ich jetzt diese ganze Scheiße hier langlaufen? Echt? Aha. Irgendwo eine Karte. Warte mal, wir können die Kamera vielleicht mal ausschalten. Das geht aber nicht, so wie ich mir das dachte. Da unten ist noch ein Jeep. Okay, jetzt weiter geht's. Aha. Aha. Guck mal, da komme ich hoch. Aber da war ich doch schon, oder? Von dort bin ich doch gekommen. Ach Mann, das macht mich jetzt wahnsinnig. Oh, da ist ja so ein Vieh. Oh, das will doch nicht etwa das Maschinengewehr nehmen. Okay. Jetzt sind die schon hier oben auf den Bäumen. Na, wie unangenehm ist das denn? Ja, wenigstens tun sie nichts mehr und explodieren oder sowas, wenn sie tot sind. Wenn ich die Musik schon höre, wird mir schon schlecht. Auf jeden Fall bin ich schon mal außerhalb des... Hier war ich doch schon. Oh, Scheißendreck. Wo zum Teufel muss ich hin? Hier, was ist denn das? Das ist ein Fahrstuhl, oder? Was nützt der mir aber? Nichts. Ah, ich kann mir gut vorstellen, dass der dort so eine Scheckkarte hat. Ach, Mann. Ich würde schon fast sagen, wir suchen das beim nächsten Mal. Also muss ich wieder hier runter.
Okay, dann machen wir das einfach mal. So, meine Ausdauer ist gerade wieder ein bisschen im Arsch. Aber so ein Wissenschaftler hat doch meist so eine Scheckkarte. Hier. Eine Schlüsselkarte. Wo warten wir jetzt? Zack, zack, zack. Der war dort hinten, ne? Genau. Kann man das hier zumachen? Aha! Okay. Verstehe. Hier, hat der eine Scheckkarte? Nee. Oh Mann, wo ist die Scheckkarte? Ich muss doch da rein. Kannst du das denn nicht verstehen? Oder muss ich da lang? Dass ich da diesen Weg gehen muss. Dann komme ich da hoch. Aber bin ich nicht von dort gekommen? I don't know. Ich weiß es nicht. Wenn ich diesen Weg hochgehe. So, komm. Ja, ja, weiter. Noch ein Stückchen. Komm. Dann könnte das doch der Weg sein, den ich gehen müsste, oder? Ja, das scheint mir so. Ah, okay. Es gibt Neuigkeiten. Sehr gut. Einen Notruf von Jerry Spatz. Ich habe ha! Der ist hier der Chefwissenschaftler. Er sitzt in einem Raum fest und wird von einem Haufen von Trigenen belagert. Er müsste eine Schlüsselkarte für die Sperrbereiche haben. Die brauchen Sie, um Val zu retten. Oh, halt. Ja, die Schlüsselkarte brauche ich, um Val zu retten. Sehr gute Idee. So, wie war denn das jetzt mit... War das H? Ah, okay. Lieber die Granaten. So. Hier machen wir Schluss. So geht's ja nicht weiter hier. Bis zum nächsten Mal. Trigemen schlachten. Yes, baby, yeah.